Habe ich doch bestimmt alles noch hinten gelagert. Habt ihr noch Pneumatic Tubes übrig gehabt? Sag ich doch. So, dann schließen wir die und den nämlich zusammen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Eimer, weil wir brauchen unbedingt einen Eimer Lava. Das heißt, ich muss jetzt gleich wieder in die Hölle. Ich mag das überhaupt nicht. Ich mag die Hölle überhaupt nicht, weil ich noch kein Jetpack habe. Ist die Hölle noch ein bisschen ätzend für mich. Wohin macht man den am besten? Den Cobblestone-Generator. Bauen wir den hin, nee, hin in die Wand rein, ist kacke, weil da komme ich wieder auf das Stromkabel. Ich glaube, wir bauen den einfach hier. Brauche jetzt einfach ein bisschen Baumaterial mal. Das sollte eigentlich schon reichen. Machen wir jetzt hier erstmal zu. So, Cobblestone-Generator. Alter, du bist da falsch. Du bist da falsch. Dich brauchen wir nicht. So, so. So, hier läuft es dann zusammen. Hier läuft es dann zusammen. Das heißt, wir machen hier den Blockbreaker hin. So. Der kommt hier hin. Werde ich dann natürlich komplett abschließen, dass da keiner reinfällt oder sowas. Da hätte ich natürlich genau hier drüber gemacht. Wo ich normalerweise meinen. Meinen Stein immer hole. Aber ich meine, gut, den brauche ich ja dann nicht mehr holen. So. Zack, zack. Da können wir das zumachen. Nicht, dass uns hier die Decke abfackelt. Ey. Weil es immer so Lava und Holz verträgt sich nicht wirklich. So, machen wir hier erstmal zu. Dazu und dazu. Gut, jetzt muss dann da einfach das Wasser rein. Und da kommt dann die Lava, ne? Das sehe ich jetzt richtig. Das sehen wir gleich. Ich hau erstmal das Wasser da rein. So. Jetzt halt die Frage, hat vielleicht irgendjemand von uns hier einen Lava-Tank? Das wäre natürlich praktisch. Ich hole erstmal einmal Wasser. Wasser haben wir auf jeden Fall. Was ist denn mit meiner Maus los? Die spackt sich ein bisschen ein ab. Hier hätte ich ja Lava, aber die will ich nicht wegnehmen. Da kann ich nicht mehr kochen. So. Zack, zack. Hier runter. Den schließe ich dann auf jeden Fall hiermit an das Signal hier an. Jetzt habe ich aber irgendwie die Befürchtung, dass der das dann hier macht. Und man geht da noch mal raus. Das weg. Und da einen hin. Ich glaube, das ist besser, wenn ich das so mache. Weil dann macht er nämlich den Cobblestone immer hier. Man, der läuft dann hier so rum. Das ist ja eigentlich vom Prinzip her blöd, dann kann ich eigentlich vom Prinzip her hier auch schon zumachen. Die Lava direkt dahin packen. Müsste eigentlich so funktionieren. Denke ich. Werden wir aber erst sehen, wenn wir einmal Lava haben. Die kriege ich dann nicht wieder raus, ne? Denke ich. So, aber der ja hier drüben so viele Lavazellen hat. Ich weiß nicht, hat er eventuell vielleicht noch einen Lavatank?
WTF. Ich habe die Befürchtung, dass ich hier nicht wieder hochkomme, wenn ich hier runtergehe. Ja, logisch. Nee, das Problem ist, ich komme nicht wieder hoch. Aber ich glaube, hier unten ist auch nirgendwo Lava oder sowas. Ach komm, scheiß drauf, ich gehe rüber in die Hölle und hol mir da drüben was. Oder ich check nochmal schnell die anderen drüben aus, ob eventuell von drüben jemand noch was hat. Aber ich glaube es fast nicht, dass jemand Lava-Tank oder sowas hat. Ich kann es mir zumindest nicht wirklich vorstellen. Das schaut irgendwie auch cool aus. Der hat auch immer so alles Mögliche hier. So, Wasser hat er. Oblivion Frame. Aha. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn hier jemand sowas gehabt hätte. Hier müssen wir halt doch mal rübergehen. Ich mag zwar die Hölle überhaupt nicht, aber muss ja sein. Totalpunkt, glaube ich ja. Dieses Geschrei von dem Viech schon wieder höre. Ne, da hinten war nix. Wo hat man denn an der Oberwelt noch irgendwo Lava? Ich gehe wieder zurück, ich hasse die Gegend hier, ich mag die überhaupt nicht. Erstens ist es zu dunkel. Und zweitens, ohne Jetpack ist es auch blöd, weil wenn ich irgendwo reinfalle, komme ich nie wieder hoch. Und ich habe keinen Bock, dass ich meine... Schau mal einer an. Danke. Ich brauche ja nur einen Eimer. Ich habe sogar einen leeren Eimer wieder reingelegt. Ich mir quasi bloß den Inhalt ausgeliehen. So. Mal schnell einen Schluck trinken. So. Dann schauen wir doch mal. Mann, oh Mann, oh Mann. Und da hast du keinen Platz mehr, oder was? Uiuiui. Zack, zack, zack. Ich zieh gleich schon wieder voll. Ich glaube, ich verbrenne jetzt noch mal ein paar davon. In den Generatoren unten. Weil das ist ja der Hammer. So, hier. Die haben zwar nicht wirklich Heizwert, aber wie bringen die denn? 250 EU. Egal, raus damit. Ich schau mal, wie die weghauen. Die Jungs sind wieder fast leer. Ja. So, über noch was reinhauen, bis die Dinger hier leer sind. Müsste mich dann wahrscheinlich immer mal auseinandersetzen mit der
mit der Methangasproduktion. Und da eventuell noch was auf die Beine stellen. Gut. So, jetzt hätten wir schon mal unseren Eimer Lava. Den schütte ich jetzt mal hier rein. Ho, genau so habe ich mir das vorgestellt. So, dann können wir das hier nämlich schon wieder zuschließen. So, jetzt braucht man ein Redstone-Signal von hier rüber. Da wäre natürlich zu wenig Redstone dabei. Wird jetzt davon schon gepowert? Weiß ich nicht, jetzt schauen wir gleich, sehen wir gleich. So, jetzt holen wir erstmal schnell ein bisschen Kobbel. Ach Gott, nicht Kobbel, Redstone ruhig. Redstone, ey. Den haben wir hier oben. Wir haben noch zwei. Wir haben gar keinen mehr. Da haben wir noch zwei. Keinen mehr. Jetzt. Willst du den verarschen oder was? Da. Musst du dich hier noch welchen ab. So. Schau mal. Ich glaube, die Mining Turtle hat sich gerade leer gemacht. Jo. Und das scheint echt alles richtig gut zu funktionieren. So wie das ausschaut. Die lagern da oben ein. Wo lagert das Marble eigentlich ein? Marble? Ach, da hinten. Na gut. Jedenfalls sehr praktisch, dass es funktioniert. Und dann haben wir mal alles schön gleich wieder nach Hause gebracht. Ich hoffe, dass das reicht. Okay, der wird gepowert. Ach komm. Wieso geht es da hinten nicht? Ach so, das geht nur deswegen, weil der da hinten frei ist. Das heißt, wir müssen das jetzt so schließen, ne? Sieht das richtig? Jo. 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 Läuft sozusagen so, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Mal schauen, dass wir die Pneumatics da hinten ranschmeißen. Sonst sind wir nämlich gleich vollgemüllt. So, die müssen jedenfalls da dran. So. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall hier lang. So. Und hier rüber wird's. Sollte, denke ich, auch nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Sag ich doch. So, selbst da rein, der Punkt ist da raus. Und der macht das zu Scrap. Ideal. Ideal. Und schon haben wir hier automatisch
unsere automatische Scrap-Produktion. Vollautomatisch. Der produziert auch ungefähr in der Geschwindigkeit, wo der das denn brennen kann. Genau. Gut. Gefällt mir. Bist du an oder bist du aus? Okay, du bist aus. Gut. So. Dann passt das nämlich schon mal. Gut. Ich glaube, wir müssen auch dann trotzdem mal... Schau, genau, das war nämlich das Problem, was ich meinte. Jetzt haben wir hier irgendwelche Shards reingepackt. Und wissen nicht mehr, wo er sie unterbringen soll. So, und soll die Shards da oben reinbringen, wo gut ist. Aber der Vorteil ist, die Turtle kann sich jetzt immer leer machen. Kann sich jetzt immer komplett leer machen und dann kann sie weitermachen. Ist ja eigentlich nicht schlecht. So, schauen wir nochmal rüber zu den Dingen. Auf jeden Fall scheint er immer noch genug. Ach, wieder mein Ladefehler. So. Jo, er hat auf jeden Fall alles raus. Gut, also solange wie der jetzt hier quasi buddelt und es hier reinbringt, wird es auch ins Lager gepackt. Quasi genauso wie man sich das vorstellt, wie das sein sollte. So, dann mache ich erstmal aus. Ich brauche mal jetzt momentan nicht. Gut. Ich wollte mir auf jeden Fall jetzt einen neuen Stab machen. Jetzt brauche ich nämlich auf jeden Fall noch Earth Shards. Earth Shards. Genau. Gut. Was ist denn das hier alles? Achso, das sind die ganzen Research Notes, die ich noch nicht ganz fertig gehabt habe. Beziehungsweise die ich abgebrochen hatte, weil ich dachte, ich krieg dann gleich was anderes, aber dem war leider nicht so. Jetzt brauche ich... Was bist denn du da? Aluminium. Ich brauche Stick. Einer reicht. Irgendwie ist meine Maus heute ein bisschen komisch. Ich springe heute rum ohne Ende. Also gleich reicht's hier. Das geht ja gar nicht. So. Gut, da brauchen wir 16 mal Metallum. Also davon 2 und Instrumentum. Instrumentum Tools. Das war gleich auf sowas drauf, oder? Halt. Ne, also auf normalen Pickaxe und sowas. Ja, ich muss halt auf jeden Fall noch warten, bis die Turtle oben ist, weil wenn ich jetzt den Server wirklich neu starten lassen sollte, dann ist es etwas blöd, weil dann ist die Turtle wieder mal weg. Deswegen warte ich, bis sie jetzt wieder oben ist. Bis sie quasi aufgehört hat abzubauen und dann werden wir das machen lassen. Dass der neu gestartet wird.
So, und so. So, da ist er ja wieder. Machen wir gleich wieder einmal Wasser rein. So. Gut. Und auf jeden Fall unser Stäbchen schon mal wieder. Habe ich echt nirgendwo mehr im Buch oder sowas? Das ist absoluter Witz. Und Leder habe ich auch keins mehr. Das ist irgendwie ganz schön ätzend. Ach komm. Dimensionsriss direkt bei mir im Garten. Das hier fällt mir nicht. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Flux oder sowas rausgelassen oder freigelassen oder so. Ich glaube, ich einfach Pech gehabt. So, okay. Wir brauchen jetzt trotzdem noch irgendwoher Leder. Ich habe keins mehr. Meine Kuh möchte ich auch nicht abschlachten. Der ist ungefähr fleißig. Der zieht auch schönes Zeug aus, muss ich sagen. Jetzt hat er sich wieder leer gemacht, hat er sich jetzt, ist er jetzt eventuell vielleicht auch stehen geblieben, weil er keinen Film mehr hat. Ja, natürlich auch sehr praktisch. Nö. Und ganz schön Ausdauer. Na gut. So. Also wenn hier mal jemand im Haus jetzt rumstiefelt, der hört es auf jeden Fall, dass hier was produziert wird.